Das Thema Integration macht auch vor den Fußballstars nicht halt. Wenige Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Türkei erklärten der türkische Nationalspieler Nuri Sahin und Deutschlands Abwehrspieler Jerome Boateng ihre Sichtweise. Sowohl Sahin vom Bundesligisten Borussia Dortmund als auch England-Legionär Boateng von Manchester City sind in Deutschland geboren, haben aber einen Migrationshintergrund. Große Probleme bei der Integration sieht Sahin nicht. Ja, Jeromes und meine Generation ist einfach so, dass wir hier geboren sind und dass wir von Anfang an so aufgewachsen sind, sowohl mit der Muttersprache als auch mit Deutsch. Und ich habe mich angepasst, ich habe die deutschen Tugenden in mir und die vierte Generation, da könnte sogar irgendwann mal irgendwie ein Bundeskanzler aus der Türkei oder so, das würden wir, glaube ich, irgendwie hinkriegen, ja. Sehr diszipliniert sind und ein Verein. Auf das Buch des ehemaligen Bundesbankvorstandes Thilo Sarrazin, der vor allem den Muslimen fehlende Integrationsbereitschaft vorgeworfen hatte, ist der Mittelfeldspieler nicht gut zu sprechen und zeigt dies deutlich. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ja, ich kriege das natürlich ein bisschen mit, besonders auch von meinen Eltern, die beschäftigen sich schon damit. Ich finde das nicht in Ordnung, ich finde das ist auch nicht richtig, was da gesagt wird. Und wir Muslime passen uns an, wir Türken passen uns an. Ich denke, dass die dritte Generation der Türkei ist sehr gut integriert. Gleichzeitig begründete der Dortmunder auch seine Entscheidung, für die Türkei Fußball zu spielen und nicht für sein Geburtsland. Na, bei mir war es ja so, ich habe von der U15 an für die Türkei gespielt und für mich würde es einfach nicht passen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt bei euch von der U15 bis zur U21 bis zur A-Nationalmannschaft gespielt, aber jetzt will ich für Deutschland spielen. Das würde nicht passen und deswegen habe ich mich auch für mein Land, für die Türkei entschieden. Der in Berlin geborene Jerome Boateng pflichtete seinem kommenden Gegner bei dessen Einschätzung bei und berichtet auch von eigenen Erfahrungen. Ich denke, die Integration ist sehr gut in Deutschland. Ich habe so kennengelernt, ich bin auch mit vielen, die halb-halb sind, aufgewachsen und die können sich sehr gut hier integrieren und werden auch gut aufgenommen und haben auch keine Probleme gehabt irgendwie. Und ich speziell jetzt auch nicht. Ich meine, ich bin jetzt froh darüber, dass ich auch Nationalspieler bin und trotzdem weiß ich, dass ich auch zur Hälfte meinen afrikanischen Teil habe und darauf bin ich auch stolz, auch auf meine Farbe. Und Boateng ist kein Einzelfall. Bei der WM in Südafrika hatten 11 von 23 deutschen Spielern einen Migrationshintergrund.